Freiburg, Ende April 2014. Der Kabarettist Matthias Deutschmann vor seinem Auftritt. Er hat den Sportclub Freiburg immer wieder zum Thema gemacht. Und vor allem die beiden Väter des Erfolgs. Den langjährigen Präsidenten Achim Stocker und die Trainerlegende Volker Finke. So auch an diesem Abend. Die Niederlage eines Konkurrenten hat den Sportclub definitiv vor dem Abstieg bewahrt. Und jetzt Klassenerhalt. Juhu. Juhu. Fast wär's mir im Hals stecken geblieben, das Juhu. Aber ja, der Streich im dritten Jahr. Finke hat schon gratuliert. Gut. Einige reagieren gar nicht. Andere fragen sich, Finke, wer war denn das, um Himmels Willen? Nein, Finke, der war Trainer, Manager und Präsident. Das war, ja, quasi so eine Art Idi Amin. Entschuldigung, nein, das ist übertrieben, das war jetzt Kabarett. Nein, nein, wir wollen sachlich bleiben, meine Damen und Herren. Das war ganz wichtig, dass ein Norddeutscher aus Havelse, also Nienburg, Lehrer, bei Oskar Negt studiert. Dass der mit Stocker zusammen, verstehen Sie? Der alte Stocker und der Finke, das Paar, die haben es gebracht. Die haben Freiburg in diese Situation gebracht, dass wir gegen Ende der Spielzeit immer jammern, klagen, zagen. Fußball in Freiburg, eine Nervensache. Der Sportclub. Im Sommer 2013 noch Bundesliga Fünfter, in der folgenden Saison fast abgestiegen. Wieder einmal waren gute Spieler gegangen. Anderswo locken Geld und Karriere. Wieder einmal Neuaufbau. Viel Arbeit für den Trainer Christian Streich. Zuvor lange Zeit Coach der A-Jugend, von Stocker und Finke einst installiert. Bundesliga, Pokal, internationale Spiele in einer Saison. Zu viel für einen weitgehend unerfahrenen Kader. Aber im Frühjahr 2014 gewinnen sie entscheidende Spiele und retten sich doch noch vor dem Abstieg, der in Freiburg weniger gefürchtet ist als anderswo. Es ist immer möglich, dass das passiert. Wir wissen das und wir sind auch emotional und vom Kopf her so eingerichtet, dass wir um die Möglichkeit wissen. Aber wir sind natürlich auch sehr, sehr ehrgeizig und arbeiten auch so, dass wir alles dafür tun, dass wir immer wieder Jahr für Jahr dann unser Ziel erreichen und eine ordentliche Rolle in der Bundesliga spielen. Das ist auch unser Anspruch. Ohne den verstorbenen Achim Stocker, der fast 40 Jahre Präsident war, gäbe es den Sportclub vielleicht schon lange nicht mehr. Ohne Volker Finke, 16 Jahre Trainer und Ideengeber, wäre Freiburg heute keine feste Größe im Profifußball. Kein Vorbild in Jugendarbeit und langfristiger Entwicklung. Natürlich gucke ich drauf und habe ja auch immer noch einen wichtigen Wohnsitz hier sozusagen. Und ich gucke drauf, weil ich natürlich mich das schon interessiert, wie nachhaltig es wirklich gewesen ist, was wir damals Step by Step in vielen Jahren versucht haben. Immer aus der Situation heraus, dass die Konkurrenzfähigkeit eigentlich übermächtig schien. Das branchenübliche Getöse der Fußballszene gibt es in der idyllischen Studentenstadt Freiburg kaum. Anderswo sind längst die Fußballstadien zu den Kathedralen der Moderne geworden. In Freiburg beherrscht das berühmte Münster noch eher das Leben der Stadt als das Stadion an der Dreiser. Zu Heimspielen kommen die Fans zumeist mit Straßenbahn und Fahrrad. Es sind Studenten, Grüne, Winzer, Arbeiter, Intellektuelle, viele Frauen. Alle Generationen vereint. Hier soll Fußball das Herz erwärmen. Niederlagen werden verziehen, wenn schön gespielt wurde. In Freiburg ist Fußball keine Ersatzreligion wie auf Schalke, sondern allenfalls eine Weltanschauung zum Wochenende. Wir haben nicht diese Gegensätze und diese Härten, wie sie in Berlin oder in Gelsenkirchen oder in Dortmund auftreten. Das passt nicht zu Freiburg. Der SC Freiburg, spät erweckt aus den Tiefen der Fußballprovinz, in einer fast märchenhaften Wende des Schicksals. Wie kam es so weit? Und wird der Sportclub es bleiben, der etwas andere Verein?
800 Kilometer weiter nördlich. In einem alten Trikot der Freiburger joggt Ronald Becker, genannt Minus, wie fast jeden Tag an der Elbe entlang. Minus ist Fan des FC St. Pauli und des SC Freiburg. Fan ist vielleicht etwas untertrieben. Der 50-Jährige sammelt Sportclub-Devotionalien. Seine Wohnung? Eine Hymne auf den Verein weit drunten im Süden. SC Freiburg, du schlägst alle. SC Freiburg, ich bin ein Fan von dir. SC Freiburg, du schlägst alle. Volker Finke ist an allem schuld. Also er hat es ausgelöst, als er anfing als Trainer. 1991 ist das schon was ganz Besonderes passiert. SC Freiburg, du schlägst alle. Ein Schlüsselerlebnis für viele und auch für Minus Becker. Das Heimspiel des SC gegen Bayern München am 23. August 1994. Was für ein Abend. Der kleine SC Freiburg demontiert im zweiten Bundesliga-Jahr Bayern München mit 5:1. 20.000 Zuschauer im Taumel. Tore aus dem Bilderbuch. Das hatte was Unerhörtes auf jeden Fall. Das war ja also im Prinzip Gotteslästerung. Also das zu erleben war schon irgendwie sehr skurril. Wir haben uns in den Rausch gespielt, haben die Bayern, die in diesem Jahr ein paar Probleme hatten, haben wir wirklich, ja, man mag es kaum sagen, kaum aussprechen, an die Wand gespielt, an diesem Tag. Das, was damals nicht für möglich gehalten wurde, dass eine Mannschaft mit lauter billigen Spielern oder Nobodies in die Region kommen kann, das war, denke ich, ein relatives Novum. Und das war das Neue, wo sich dann auch viele Vereine wahrscheinlich orientiert haben und gesagt haben, es geht auch mit weniger. Es geht auch mit anderen Mitteln. Ich muss vielleicht umdenken, nicht nur mit Geld. Spätestens jetzt schaut die Fußballwelt in den äußersten Südwesten, wo der SC Freiburg mit einer völlig neuen Art der Taktik sein Team solch rauschende Erfolge feiern lässt. Und dann das Interview von einem Spieler von Bayern München. Das war für mich wichtig, nämlich an dem Tag. Der hat dann hinterher gesagt, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die ein Mann mehr sind. Es hat mich sehr gefreut, dieses Interview. Damals beginnt Minus Becker zu sammeln. Heute betreibt er mit Unterstützung des Vereins im Internet das SC Freiburg Museum. Nach seinem Tod soll der Club die Sammlung erben. Den Verein entdeckt habe ich ja über Volker Finke. Und dann in der Zeit danach, wo ich dann mich mehr für den Verein interessiert habe, habe ich dann gemerkt, Moment mal, der Verein ist ja eigentlich Achim Stocker. So, und da habe ich dann gesehen, was der in all den ganzen Jahren für einen Aufwand betrieben hat und wie der sich da reingehängt hat für seinen Verein. Das Grab, einem Spielfeld nachempfunden. Achim Stocker war der SC Freiburg. Ein Leben für seinen Verein. Hannelore Stocker hat ihren Mann begleitet, unterstützt in vielen Jahren, die lange nicht leicht waren. Ja, es ist ja bekannt, dass er der Bettelkönig hier von Südbaden war. Das ging dann monatlich los, die Gehälter für die Spieler zusammenzubekommen. Da ging er richtig auf Betteltour zu Freunden, Bekannten, Firmen, die er kannte. Da bekam er mal 100 Mark von einem oder mal 1000. Dann hat er versucht, von den Mitgliedern Daueraufträge zu erhalten. 5 € oder 10 € im Monat. Also das hat einfach alles geholfen, ja. Und die großen Etatlücken, die wir hatten, die haben wir halt jährlich durch Spielerverkäufe wieder aufgefüllt. Das heißt also, wir haben von der Hand in den Mund gelebt früher. Gut, dass er Oberfinanzdirektor ist. Achim Stocker, einst Spieler beim Sportclub in der Amateurliga, wird 1972 Präsident. Mit Haut und Haar. Fußball hat wirklich Priorität weit vor der Familie, nicht? Und wer sich dem bei mir nicht anpasst, kann mit mir nicht zusammenleben. Das räume ich also ohne Einschränkungen ein. Ist eigentlich schade, wenn man sowas sagen muss, aber es ist tatsächlich so. 1975. Die ersten Fernsehbilder des Sportclubs.
In der zweiten Runde des DFB-Pokals verliert der Amateurligist aus Freiburg in Rot beim 1. FC Köln mit 2:8. 1978 gelingt Stockers Verein der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dort spielt der Lokalrivale Freiburger FC schon seit 3 Jahren. In dessen Mösle-Stadion muss der SC seine Heimspiele austragen. Das Stadion an der Dreisam erstmal nicht zweitligatauglich. Und gleich werden die Rufe laut nach einer Fusion beider Vereine. Seit einem Dreivierteljahr hat die Breisgau-Metropole 2 Vereine im bezahlten Fußball. Eine zu viel für 180.000 Einwohner. Denn 44 ballgewandte Männerbeine machen aus der Stadt des Waldes, des Weines und der Gotik noch kein Fußballmekka. Nur 4.000 Zuschauer durchschnittlich beim FFC, nicht mal 2.000 beim Sportclub pro Heimspiel. Diese Zahlen fordern eine Konzentration der Kräfte. Es gab auch Gespräche, aber die Bedingungen, die waren einfach nicht anzunehmen, die da vom FFC kamen. Das ging also so weit, völlige Übernahme des Sportclubs in den FFC, der wäre gar nicht mehr Existenz gewesen, Namensverzicht, und da konnte er nicht drauf eingehen, auf die Bedingungen. Stocker mit dem Sportclub in der zweiten Liga. Immer ein Tanz am finanziellen Abgrund. Er nimmt einmal sogar eine Hypothek aufs eigene Haus auf. Kein anderer hat den Verein so geprägt wie Achim Stocker. Ohne Achim Stocker wäre dieser Verein vielleicht nicht mal mehr im bezahlten Fußball. Also der hat gekämpft mit allen Bandagen, um damals irgendwie die Mannschaft einigermaßen aufzustellen und sagen wir mal, die finanziellen Dinge im Lot zu halten. Der Achim Stocker war geradlinig, er war ehrlich, er war eigentlich unheimlich unterhaltsam. Und er war vor allen Dingen auch, was ich auch immer bewundert habe, eigentlich auch ein Fußballfachmann, weil er ist häufig früher mit seinem alten Auto irgendwie über die Dörfer gefahren und hat dann Spieler verpflichtet, die nachher dann auch groß eingeschlagen haben. Also er hat ein unheimlich gutes Auge gehabt für Talente. Achim Stocker holt damals auch Jogi Löw, den Weltmeistertrainer aus dem Schwarzwald. Zu Hause in der Nähe von Freiburg, dort nach dem Triumph von Rio tausendfach umjubelt. Der Mann aus Schönau. Er ist Ehrenspielführer und Rekordtorschütze des Sportclubs. Seine Autogramme, ein Wunschobjekt über die Zeiten hinweg. Was immer sehr begehrt ist, natürlich die älteste Jogi Löw Autogrammkarte aller Zeiten. Aus den 70er Jahren seine allererste Autogrammkarte. 1978 kommt Löw zum Sportclub. Eine Lichtgestalt der 80er Jahre. Auffällig elegant schon damals, in derben Zweitliga-Zeiten. In mehr als 250 Spielen schießt er für den SC 81 Tore, als alles noch ganz anders war im fußballfernen Freiburg. Die haben sich schon interessiert für Fußball, aber halt für den FFC, das war halt der große Verein in Freiburg. Und wer was war und was auf sich hielt, der ging halt dorthin und hat dort Fußball angesehen. Zu uns kamen ganz, ganz wenige. Aber sportlich setzt sich der Underdog durch. Der SC bleibt in der zweiten Liga, der noble FC steigt ab in immer tiefere Klassen. Stocker verschleißt eine Armada an Trainern. Geht raus, spielt aggressiv. 17 Trainerwechsel in 11 Jahren. Mit dem alleinigen Ziel, drinbleiben in der zweiten Liga. Und immer bescheiden. Als wir nach Freiburg gekommen, die Verhältnisse waren eher so kreisligamäßig. Also von den Kabinen angefangen. Und es gab ja keine Geschäftsstelle. Es gab einen Mitarbeiter, der ab und zu gekommen ist und uns rumgefahren hat. Und dann kommt Finke. Da ist was passiert in Freiburg. Da ist jemand gekommen, da war eigentlich so ein bisschen langweiliger Verein in der zweiten Liga, der fiel nicht groß auf. Und plötzlich kommt jemand, ein Lehrer aus Nienburg, den der Stocker, der Vereinspräsident, irgendwie nach Freiburg geholt hatte. Im Jahre 2014 ist Volker Finke Nationaltrainer in Kamerun. Nach Stationen in Japan und Köln ist er dem Ruf nach Afrika gefolgt. Seinen Lebensmittelpunkt hat Finke weiter in Freiburg. Geht hin und wieder noch zu Spielen des SC, kennt noch so manchen im Verein. Ich kann nur sagen, die Platzverhältnisse in Kamerun sind deutlich schlechter. Das Dreisamstadion, so etwas wie Finkes Lebenswerk.
Und alles beginnt im September 1990. Der SC Freiburg besiegt mit 1:0 den TSV Havelse. Überraschungsaufsteiger in die zweite Liga mit dem jungen Trainer Volker Finke. Und nach dem Spiel war es dann so, dass mich hier, diese Geschichte ist wirklich ganz interessant, war, hat mich am Bus jemand angesprochen, den ich nicht kannte, der auch seinen Namen nicht gesagt hat, der irgendwas über das Spiel mit mir reden wollte. Ich war angefressen, wir hatten 1:0 verloren und da habe ich gesagt, also wenn Sie ja zu dem Club gehören, er spielt einfach keinen guten Fußball. Ich finde, dass wir eigentlich besser waren, so habe ich mit dem geredet. Es hat sich ganz spät herausgestellt, dass es Achim Stocker war. Dann hat er mich auch schon schön rund gemacht, was ich denn über Havel Bescheid wüsste, was ich eigentlich. Da habe ich gedacht, mein lieber Mann, der weiß, was er will. Der hat mir dann später mal gesagt, das habe ich nie vergessen, so das, was Sie über dieses Spiel erzählt haben, ich habe mir hinterher das Spiel angeguckt, das entsprach genau dem, wie es wohl gewesen ist. Und Finke nimmt die Arbeit auf. Ein Glücksgriff, wie Präsident Stocker schnell erkennt. Super, Max! Das ist für mich eine Überraschung. Lehrer ist er auch noch. Ich habe immer gesagt, Lehrer, die Haag, sage ich, aber so ein üblicher Spruch von mir. Aber beim Finke muss ich sagen, also okay, ohne Einschränkungen. Dann haben wir ein einziges Mal ein Vertragswerk aufgesetzt und dann haben wir die ganzen Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, das per Handschlag gemacht. So ist uns die Entwicklung gewesen. Er hat ganz früh, nach ein paar Monaten, zu mir gesagt, er hat ja immer sein Zigarello dabei geraucht. Trainer, ich habe schon viele Trainer gehabt und so und ich sage Ihnen, mir gefällt das, wie Sie das machen und machen Sie es so, wie Sie es wollen. Ich stärke Ihnen den Rücken. So viel Arbeit. Finke, fast allein auf der Geschäftsstelle, wo es noch nicht einmal ein Faxgerät gibt. Ein Rentner hilft aus, ansonsten kümmert sich Familie Stocker weitgehend um alles selbst, auch um die neuen Spieler. Ich habe in der ersten Zeit im Haus des Präsidenten gewohnt, im Haus von Achim Stocker. Mein Kollege André Finke, der gleichzeitig mit mir gekommen ist, und ich durften jeweils in dem Zimmer der Kinder von Achim Stocker schlafen. Und nach 4 Wochen waren unsere Apartments in der Stadt immer noch nicht bezugsfertig, sodass wir ein bisschen länger noch da bleiben mussten. Und die Kinder von Achim Stocker mussten länger im Urlaub bleiben. Es gab quasi eine Ansage vom Papa, dass die Kinder länger im Urlaub bleiben mussten, weil damit die Spieler eine Unterkunft hatten. Und das habe ich vorgefunden. Das war familiär, das war großartig nett. Für die Stockers und ihre paar Helfer aber nimmt die Arbeit jetzt überhand. Alles ändert sich. Ja, plötzlich waren wir gefragt, ja. Plötzlich waren wir innen. Eine Dauerkarte war eine eigene Währung in Freiburg. An Vorverkaufstagen, wir hatten ja noch so einen richtigen einen Vorverkauf hier an der Geschäftsstelle, da standen morgens um 6 schon die ersten an, da gab es lange Schlangen, die Schwarzwaldstraße entlang. Die Parkplätze. Im grünen Freiburg ein stets umstrittenes Thema. Ich habe hier ein Gespräch gehabt mit der Stadt Freiburg. Mit der Herr Stocker? Ja sicher, dann gehen wir am kommenden Montag zum OB, das ist ganz klar. Eine trockene Matte, wo nichts wächst, wo kein Mensch Interesse an Bewirtschaftung hat. Aber wenn Landschaftsschutz in Freiburg, da ist ja alles, ja, lass mal das Thema lieber. Grün und Ultragrün, gell? Aber was da im kleinen Stadion an der Dreisam plötzlich geboten wird, das hätten sich die Fans so nicht träumen lassen. In Finkes zweiter Saison als Trainer stürmt ein Kollektiv an die Spitze der zweiten Liga, schießt 102 Tore und steigt 1993 auf in die erste Bundesliga. Eine Stadt, wo der Fußball nie eine Rolle spielte, plötzlich im Rausch. Der Freiburger Rathausplatz in Fußballfeierdiensten, einem eher unbadischen Lehrer aus dem Norden, sei Dank. Ohne Finke wäre der Sport noch nie aufgestiegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Team. Martin Braun, der stets mit dem Zug aus dem Schwarzwald kommt. Der feine Techniker Andi Zeyer, der nebenbei studiert. Eingeschrieben sind auch Jens Todt oder Uwe Spies, den sie Strafraummelancholiker nennen. Der Albaner Altin Rakli, ein Torjäger zum Schnäppchenpreis. Ebenso der Argentinier Rodolfo Cardoso und der Torhüter Jörg Schmadtke, ein Liebling der Fans.
keiner hatte ein großes Auto oder viele sind, haben ein kleines Zimmer gehabt. Also es war nicht so, dass man da Reichtümer verdient hat. Und das war schon ein bisschen anders. Es war eine ganz kleine Truppe von vielleicht 15, 16 Spielern. Kleiner Kader, großer Fußball. Erste Liga in Freiburg. Und wie? Bayern München wird mit 3:1 geschlagen. Kurz vor Weihnachten 1993 beim 4:1-Sieg gegen Dortmund erglüht das Dreisamstadion in einem Meer von Wunderkerzen. Bei solchen Spielen habe ich dann für mich natürlich, ohne damals darüber zu reden, heute rede ich darüber, ja, im Rückblick kann man das tun, habe ich gesagt, ey, es ist so geil, was wir machen, ja. Sie spielen anders. Manndeckung passé, übernehmen und übergeben, kurze Pässe. Ein Fußball damals seiner Zeit voraus. Wir waren in Deutschland die Ersten, die das so gespielt haben, wie es heutzutage im Moment eigentlich auch als von der Grundidee, von der Grundauffassung her mit dem Überzahlsuchen in allen Spielsituationen haben wir etwas umgesetzt. Und deswegen auch, ohne die großen, teuren Spieler zu haben, haben wir als Mannschaft Erfolg haben können. Freiburg ist für mich die einzige Mannschaft, die auch über ein bisschen Witz und Esprit und nicht nur über diesen dumpfen, ernst, muskelbepackter Kicker verfügt. Die Intellektuellen sind verzückt. Und die Medien. Studententruppe, Breisgau-Brasilianer lauten die Schlagworte. Und es heißt sogar, in Freiburg würde linker Fußball gespielt. Wir waren sicherlich eine ganz große Projektionsfläche für das linke Spektrum, in der man natürlich immer ganz große Sympathien für den Außenseiter hat. Und Außenseiter waren wir. Wir mussten uns was einfallen lassen. Wir gehörten nicht zum Fußball-Establishment, überhaupt nicht, in keiner Weise. Und haben eben in der Nische was entwickelt. Und da hat man besonders, denke ich, im linken Spektrum große Sympathien, aber auch anderswo. Und das haben wir gerne, ja, auch gerne für uns in Anspruch genommen und gerne so auch gerne gehört. Aber bei aller Ballkunst, der Aufsteiger tut sich im Laufe der ersten Saison immer schwerer. Und Präsident Stocker hält es schon längst nicht mehr im Stadion aus. Ein paar hundert Meter nur vom Schauplatz der Spiele zu Hause greift er dort zum Videotext. Muss am viertletzten Spieltag so das 0:1 gegen Dresden erleben. 4 Punkte Rückstand. Das Abenteuer Erste Liga offenbar gleich wieder vorbei. Mit dem gestrigen Spiel sind wir wohl abgestiegen. Wir werden nächstes Jahr wieder der zweiten Bundesliga angehören. Doch dann geschieht ein Wunder. Das Team gewinnt 4:0, ausgerechnet in Stuttgart. Hat vor dem letzten Saisonspiel in Duisburg immer noch 2 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. 8.000 Fans reisen mit und werden belohnt. Kopfballtor! Da ist der Ball im Tor! 2:0 Sieg. Die Freiburger Fans, die stürmen das Spielfeld. Freiburg bleibt erstklassig. Das war wirklich, und das ohne Übertreibung, das war der schönste Augenblick meiner Karriere, weil es eben so verdient war aus unserer Sicht. Ich weiß noch, dass wir auf der Rückfahrt eben überall auf der Autobahn rot-weiße Autokorsos gesehen haben, dass die Raststätten voll waren. Und das war ein großartiger Moment. Es folgt ein ungeahnter Höhenflug. Zweite Bundesliga-Saison. Jens Todt und Jörg Heinrich werden Nationalspieler. Der Sportclub landet am Ende auf Platz 3 und darf in den UEFA Cup. Fußballfieber in Freiburg. Aber neben dem Platz gibt es viel zu tun für Stocker und seinen Macher Finke. Er hat einfach gesehen, ich bin jetzt hier Trainer, aber ich muss auch Manager sein und auch ein bisschen Präsident. Das war das Erfolgsrezept. Der Stocker hat ihn machen lassen und Finke hat sich ausgebreitet. Es war gut für den Club. Freiburg. Mehr Studenten als Sponsoren. Jeden Mittag sitzen Präsident, Vizepräsident und Trainer zusammen. Entscheidungen auf kurzem Weg. Neue Mitarbeiter, eine neue Südtribüne. Nachhaltig investieren. Damit kann auch der sparsame Stocker leben. Sportlich geht's bergab. Der Verein bricht mit Prinzipien, verpflichtet neue Spieler für mehr als 5 Millionen Mark. Das Klima im Team wird schlechter. In der vierten Erstligasaison steigt der Sportclub ab. Es war abzusehen, weil einfach die Mannschaft hat immer stark gemacht, dass die Laufbereitschaft da war, das Umschalten, das bedingungslose Arbeiten. Und das war einfach zum Teil nicht mehr da. Die Freiburger Fankultur zeigt plötzlich hässliche Seiten. Aber Finke darf natürlich bleiben.
Es geht ja um Nachhaltigkeit im etwas anderen Verein, der erst durch Stockers Beharrlichkeit und Finkes Wirken aus einem sehr langen Fußballschlaf geweckt worden war. Inmitten des Kaiserstuhls liegt Oberbergen, etwa 20 Kilometer westlich von Freiburg. Erstklassige Weine entstehen hier, zu gutieren etwa im Schwarzen Adler, umrahmt von Fußballgeschichte. Aber es sind eher Fritz Walter und die 54er Weltmeisterelf, die hier an der Wand hängen. Bei Franz Keller in Oberbergen ruhten sich die Fußballhelden der 50er Jahre aus von der Größe des Wunders. Der Sportclub Freiburg, damals ein Randphänomen. Fritz Walter war der Patenonkel von Fritz Keller, dem zweiten Sohn des Hauses. Der ist heute Präsident des Sportclubs. Fritz Keller kam Ende der 80er Jahre in den Verein, war schon bald im Präsidium. Freiburg sei keine Bierfußballstadt, sagt der Winzer Keller. Beim Sportclub sei es wie bei einem guten Wein. Man muss auf den Wein länger warten wie aufs Bier und dementsprechend bringt es auch ein bisschen mehr Geduld mit. Und genau das, diese Nachhaltigkeit, die man beim Wein braucht, um einen großen, guten Wein zu machen, braucht man nachhaltiges Denken. Also ich kann das jetzt nicht pflanzen und 4 Wochen später schon ernten, sondern das geht über Jahre, bis man was Gescheites hat. Die älteste Flasche in seinem Weinkeller stammt von 1924. Da ist der Sportclub gerade Kreismeister geworden und schon 20 Jahre alt. Freiburg in der Kaiserzeit. Schon damals ein Touristenmagnet. Aber wie auch sonst im Deutschen Reich ist Fußball kein Thema. Eher begeistern sich die Menschen am Rande des Schwarzwalds für das neue Phänomen des Skilaufens. Sport, das heißt vor allem Turnen. Fußball, undeutsch, aus England herübergeschwappt. Englische Kadetten sind auch in Freiburg die ersten. Schüler und Studenten finden Gefallen daran, nicht aber deren Eltern. Da mit einem völlig schmutzigen Trikot mal nach Hause kam, hat mein Vater die ganze Tasche, in der meine Werkzeuge drin waren, zum Fenster rausgeschmissen. 1904 werden der FC Schwalbe und der Freiburger Fußballverein gegründet. Weil es kaum Spielstätten gibt, schließen sich beide Vereine 1912 zusammen, zum Sportclub Freiburg. Da hat der Freiburger Fußballclub schon einen deutschen Meistertitel geholt, 1907. Der einzige seither für die Stadt an der Dreisam. Beim Sportclub spielt immerhin Oskar Müller, 1914 gegen die Schweiz sogar ins Nationalteam berufen. Der Erste Weltkrieg. Fußballfelder werden zu Kartoffeläckern. Viele Spieler sind im Krieg. In den 20er Jahren ist der Verkehr in Freiburg stärker geworden, die Zeiten aber wirtschaftlich schwierig. Der SC sucht andere Wege. Er spielt im Ausland. Er wirtschaftet sich dadurch Devisen. Viele Reisen führen in die Schweiz, ein paar nach Italien und Spanien, einmal nach Paris. Damit, so heißt es, habe der Sportclub auch der Völkerverständigung gedient. Dann endlich ein eigenes Stadion. 6000 Zuschauer sehen 1928 im Winterer Stadion das Spiel gegen Nürnberg. Und da hat der Sportclub Nürnberg hier 2:1 geschlagen. Das war das Größte seiner Zeit, was es da. Weil Nürnberg war dort mehrmaliger deutscher Meister. Die 30er Jahre. Nazi-Herrschaft, Gleichschaltung der Freiburger Fußballvereine. Auch der Sportclub muss mitmachen. Aber sein Winterer Stadion draußen am Flugplatz wird eingeebnet. Des Flugbetriebes wegen, so heißt es. Manche sagen, weil der SC 1932 Hitler verweigert habe, in ihrem Stadion eine Rede zu halten. Dass der Sportclub, der Verein der kleinen Leute, aber antifaschistisch war, ist übertrieben. Bomben über Freiburg. Im November 1944 verwüstet die britische Luftwaffe die Stadt. Dabei wird auch das Archiv des SC Freiburg weitgehend vernichtet. Die 50er Jahre. Langsame Rückkehr in ein normales Stadtleben. Die französische Besatzungsmacht hat das Vereinswesen neu geordnet. Erst 1951 kann sich der SC Freiburg wieder neu gründen.
Die Zuschauer aber gehen weiter zum Rivalen FFC. Auch sportlich klar die Nummer 1 in der Stadt. 1954 erhält der Sportclub sein Vereinsgelände im Osten der Stadt. Da haben wir schon unsere Heimat gehabt. Ne? Das ist alles kontinuierlich halt aufgebaut worden. Ne? Zuletzt war es halt, was da stand, ist eine Barage. Ne? Eigenleistung ist gefragt. So entsteht das Dreisamstadion mit einer ersten kleinen Tribüne, die meistens leer bleibt. Und der Konstanzer Achim Stocker kommt zum Jurastudium nach Freiburg, spielt beim Sportclub, der als Amateurligaverein vor sich hin dümpelt. 1972. Stocker wird Präsident und der Sportclub später Zweitligist. 1991. Finke wird Trainer und alles wird anders beim Sportclub. Das heutige Schwarzwaldstadion fasst inzwischen rund 25.000 Zuschauer. Vor allem aber Finke lässt schon in den 90er Jahren Photovoltaikanlagen auf dem Dach installieren. Solarstrom für die Bundesliga. Damit ist Freiburg Vorreiter. Und Sonnenkollektoren gibt es auch für die Fußballschule, ein tragender Pfeiler des Vereinsgebäudes. Auch hier ist Freiburg richtungsweisend. Von Anfang an dabei die Pädagogin Stefanie von Mertens. Sie betreut alle rund 150 Schüler, vor allem aber die Internatszöglinge. Duale Ausbildung, ein Schlüsselbegriff. Alle müssen neben dem Fußball eine Lehre oder die Schule abschließen. Volker Finke hatte da genaue Vorstellungen. Ihm war es wahnsinnig wichtig, dass man auch so einen ganzheitlichen Ansatz hat. Das heißt, alle oder in jeder Mannschaft sollte mindestens ein Trainer auch eine pädagogische Ausbildung haben. Also Lehrer sein oder Sozialpädagoge. Und das ist schon auch eine Idee, die er mitgeprägt hat. Im Jahr 2000 erwirbt der Sportclub das Mösle-Stadion des alten Rivalen Freiburger FC. Seither werden hier sorgfältig ausgewählte Nachwuchsspieler trainiert. Es ist die Lebensversicherung des Clubs, der sich selbst Ausbildungsverein nennt. Finke erkannte früh, dass nur hier eine Chance liegt, weil das Geld für Stars fehlt oder nur ungern ausgegeben wird. Wir haben da eigene 15 Millionen reingesteckt in ein Projekt, wo wir 20 Millionen gebrauchten und nur 5 Millionen an Zuschüssen da waren. Und das ist nicht so geräuschlos gegangen. Da ist intern drum gestritten worden. Auch Stocker bleibt zunächst skeptisch. Aber die Jugendmannschaften haben Erfolg. Andere Vereine kopieren das Freiburger Modell. Bis heute gibt es keinen Club, wo Jugendspieler so schnell den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir auf dieses Jahr wieder den Klassenerhalt geschafft haben. Super. Sprachunterricht im Verein. Auch ein wichtiger Bestandteil einer weiteren Freiburger Stärke, Integration. Der Sportclub, ein Multikulti-Verein. Ab Ende der 90er Jahre setzt Finke vor allem auf Spieler aus Ländern, wo sie noch wenig kosten. Afrika vor allem. Eine Zeit lang Georgien. Aber es beginnt auch die Fahrstuhlzeit. Abstieg, sofortiger Wiederaufstieg. 2005 erneut der Gang in die zweite Liga und erstmals klappt sie nicht. Die Rückkehr in die höchste Klasse. Der Unmut gegen Finke wächst. Die Stimmung kippt. Die Opposition in Stadt und Verein wird größer, aber Stocker kennt Finkes Verdienste. Die beiden menschlich so verschiedenen Männer haben den Verein nun schon viele Jahre geführt. Legendär ihre gemeinsamen Analysen am Sonntagmorgen. Wir haben in der Kabine bei mir dann fast 14 Jahre lang dieses Ritual gehabt. Ich glaube, es hat beiden, sowohl Achim Stocker als auch mir, einfach viel gegeben. Dezember 2006. Freiburg in der zweiten Liga hinten. Der Vizepräsident Keller macht Druck. Stocker leidet, stützt dann aber doch die Entscheidung. Finke soll zum Saisonende gehen. Ich glaube, dass es keine Trainer-Trennung in Deutschland gab, die für alle Beteiligten, sowohl für die Mitarbeiter
wie auch für die Mitglieder, aber auch unsere Fans so schwierig war. Aber das ist auch der langen Zeit geschuldet. Nichtsdestotrotz war es auch notwendig, auch hier neue Wege einzugehen. Irgendwann ist dann der Punkt da, wo man sozusagen das Kind auch gehen lassen muss. Und das war für mich am Schluss so eine Art von Overprotection, also übertriebene Fürsorge. Man will das nicht, die Kontrolle nicht abgeben, weil man befürchtet, es kommt jetzt kommen schlimme Zeiten. Und das hat man bei Finke deutlich gemerkt, aber das hat mit der Realität nichts mehr zu tun gehabt, weil Freiburg war auf einem guten Weg, was ja auch dem Finke zu verdanken ist, aber das loslassen können, das ist eben die große Kunst. Und das, glaube ich, das kann Finke bis heute nicht richtig. Finkes Abschiedsvorstellung im Frühjahr 2007. Sein Team legt eine Aufholjagd sondergleichen hin. Die Stadt ist gespalten. Wir sind Finke, verkünden tausende Anhänger, wollen den Trainer behalten. Der SC steigt ganz knapp doch nicht auf. Dann wäre der Abschied nach 16 Jahren noch schwieriger geworden. Im Dreisamstadion redet Finke eine halbe Stunde lang. Der Vorstand hat uns in unserer Arbeit 14 Jahre den Rücken freigehalten. Nur 14 statt 16 Jahre. Ein bisschen Abrechnung und ein bisschen Vermächtnis. Und ich glaube bis heute, dass dieser Standort gut daran tut, an einer solchen Philosophie festzuhalten. Wenn wir anderen was nachmachen, glaube ich, haben wir keine Chance. Eine geradezu typische Szene. Finke verweigert zunächst den Blumenstrauß zum Abschied. Der linke Lehrer und der Finanzbeamte. Es gab Dinge, die in den letzten zwei Jahren nicht angenehm waren. Aber wenn man dann die Lösung so findet, ja, dass man ein halbes Jahr vor Ende der Saison sagt, am Ende dieser Saison beenden wir die Zusammenarbeit. Und die Mannschaft spielt dann so eine Rückserie, ja, dann kann ich wirklich nur sagen, besser kann es dann nicht sein. Das muss ich jetzt echt sagen. Finkes Nachfolger wird Robin Dutt, von den Stuttgarter Kickers gekommen. Stocker hat ihn noch ausgesucht. Im November 2009 stirbt der Präsident. Schon länger herzkrank. Die Trauerfeier im Dreisamstadion, bewegend. Viele sind da. Finke arbeitet in Japan, kommt dort nicht weg. Ich hätte ohnehin etwas ganz Eigenes gewählt, um Abschied zu nehmen. Das sage ich jetzt ganz ehrlich, ich hätte auf keinen Fall in einer Reihe von wichtigen Leuten mich angestellt, um da den Abschied zu nehmen. Weil wir haben wirklich ein ganz besonderes Verhältnis gehabt. Und die Art und Weise, wie wir zusammen uns eben zum Thema Fußball gerieben haben, aber vor allen Dingen in ganz, ganz entscheidenden Punkten immer wussten, dass wir uns aufeinander verlassen konnten. Ich finde, diese Art und Weise noch weiter zu beschreiben, ist auch nicht fair, weil er ist nicht mehr da und ich nehme es jetzt mit ins Grab. Ein Leben dem Sportclub Freiburg gewidmet. Achim Stocker starb an einem Bundesligaspieltag. Da haben wir dann zusammen die ganze Familie, Kinder, Enkelkinder, mit ihm Radio gehört. Er war zwar im Koma, aber wir haben es trotzdem getan. Und dann mit dem Schlusspfiff, ja, ist er dann verstorben. Der Winzer und Gastronom Fritz Keller wird 2009 Nachfolger Achim Stockers und Erbe einer Fußball-Präsidentenlegende. Er ist für mich heute noch ein Vorbild und ich muss ihn heute noch bewundern, wie er die Leidenszeiten durchgemacht hat. Wie er einem auch gelernt hat, dass bei Fußball, vor allen Dingen beim SC Freiburg, muss man auch leiden lernen, ja, und muss vor allen Dingen durch schwierige Situationen durch. Zum Beispiel, als Robin Dutt nach 4 Spielzeiten mit Wiederaufstieg den Verein verlässt und der Nachfolger ein Fehlgriff ist. Im Winter 2011 ein Trainer wird entlassen. Das hat es in Freiburg seit mehr als 20 Jahren nicht gegeben. Und dann kommt Christian Streich, zuvor lange Jahre der A-Jugendtrainer. Er kennt den Verein aus dem FF,
Er hat die Fußballschule aufgebaut und dort entscheidend geprägt. Und es war eigentlich irgendwie der logische Schritt, dass dieser Christian Streich mal dann auch Trainer bei der Mannschaft wird, die jetzt eben auch in der Bundesliga spielt. Christian Streich, Südbadener, authentisch, emotional. Make it fun. Schon nach wenigen Wochen wird er Kulttrainer genannt. Die Badische Zeitung kreiert den Streich der Woche. Der eine geht zum Beispiel, holt Kraft aus dem Gebet und der andere holt Kraft aus der Badwanne. Kampfansage an Bayern München: Passt bloß auf, wenn wir kommen, ich sag euch, da wird der Baum brennen. Zieht euch warm an und noch mal drei Lederhose drüber. Wie ist dieser Aufwärtstrend zu erklären? Weiß ich nicht. Er hat was von Heidegger, finde ich. Also ein bisschen verschroben. Und es ist jemand, der natürlich ideal zum Verein passt. Und das ist doch eine tolle Entwicklung, dass jemand aus dem Norden kommt, den badischen Verein wachküsst, mehr oder weniger. Und dass dann der Verein einen solchen Trainer hat, wo man sagen kann, ja gut, das ist Baden, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bringe ein paar Komponente mit, wahrscheinlich aufgrund von der langen Zeit und von der Identifikation und von der Art und Weise, wie ich gelernt habe, hier Fußball zu unterrichten. Und dann auch von meinem Typus passen natürlich schon ein paar Sachen richtig dazu. Zu diesem Verein. 2013 führt Streich seine Mannschaft auf Tabellenplatz 5, wird Trainer des Jahres. Dann wieder Abstiegskampf. Alltag beim Sportclub. Mit einem Mann, der vielleicht eine neue Ära einleiten könnte. Irgendwann, womöglich, an neuer Wirkungsstätte. Fast malerisch gelegen im Osten der Stadt, das Stadion an der Schwarzwaldstraße. Es ist nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Das Spielfeld zu kurz, wenig Komfort, kaum VIP-Logen, zu wenig Plätze. So will der Vorstand mit Fritz Keller nun dem Beispiel anderer Vereine folgen und ein neues Stadion bauen. Im Westen der Stadt, wo einst das Winterer Stadion stand. Die Anwohner dort sind dagegen, aber würde nicht ein Umbau reichen? So das alte Stadion behalten, wo große Sportclub-Geschichte geschrieben wurde? Ohne neues Stadion gibt es in Freiburg in mittlerer Zukunft keinen Profifußball mehr. Natürlich tut es mir auch im Herzen weh, wenn man die Anlage hier verlieren würde. Wenn das alles rückgebaut wird und das andere Stadion nur finanzierbar ist, in dem hier investiert wird. Es verliert ein Stück von der Seele, verliert es auf jeden Fall. Und ich würde es mir gut überlegen, ob ich das mache. Erst einnehmen, dann ausgeben. So war es eigentlich immer beim sparsamen Sportclub. Jetzt müssten zig Millionen investiert werden, in der Hoffnung auf ein später stets gefülltes neues Stadion mit 35.000 Zuschauern. Vielleicht geht es nicht anders. Solange bleibt das Schwarzwaldstadion ein charmantes Schmuckkästchen. Mit badischer Lebensfreude, badischer Lebensart. Nur hier verwöhnt ein Sternekoch die VIP-Gäste. Hier sind die Fans ganz nah dran an ihrer Mannschaft. Hier ist es selten langweilig. Mal oben, mal unten. Umjubelt, solange das Team mit Herz spielt. Die Jungen, die gut integrierten Ausländer, diejenigen, die schweren Herzens gehen, weil Karriere und Geld anderswo locken. Der Sportclub Freiburg, der etwas andere Verein. Es wäre schön, wenn es so bliebe. Freiburg kocht auf kleiner Flamme, aber sie kochen sehr, sehr gut.